Jawohl, zurück in Leverkusen, zurück zum zweiten Durchgang in dieser Champions League am 5. Spieltag. Leverkusen im Kampf um das Achtelfinale mit 10 Männern auf dem Platz, weil wir haben es bereits gesehen, Lars Bender mit Gelb-Rot in der ersten Halbzeit vom Platz geflogen ist und jetzt damit also eine ganze zweite Halbzeit fehlen wird bei diesem wichtigen Spiel für die Mannschaft von Roger Schmidt, die dennoch zwei Tore theoretisch einfangen könnte, ehe es zu spät wäre. Mit einem 1:1 wäre man ja durch diese Runde durch und würde im Achtelfinale stehen. Aber klar, man spielt auf Sieg, man will möglichst gut aus dieser Gruppenphase herauskommen und möglichst ja auch den Gruppensieg holen, der ja allemal möglich ist. Mit einem Erfolg wäre man sicher Gruppenerster und hätte damit ja auch vermutlich einfachere Aufgaben, auch wenn momentan Zweitplatzierte unter anderem auch der FC Barcelona ist. Insofern also könnte ja auch das ein Duell werden. Moutinho erstmal im Strafraum gegen Rolfes. Gibt Eckstoß für Monaco. Das Einsteigen von Bönisch im ersten Durchgang war das noch eine gelungene Grätsche gegen Germain. Jetzt die Ecke für Monaco und das macht Moutinho von der rechten Seite für den AS Monaco. Rausgeköpft, Çalhanoğlu macht alles richtig. Abdenur. Ocampos und Germain. Ocampos. Nochmal Germain. Schöner Doppelpass, kein Abseits. Die nächste Chance. Moutinho nachgesetzt. Und das ist die Chance. Berbatov macht es nicht, weil Leno da ist. Im Nachfassen Bernd Leno hervorragend. Das ist klasse. Das ist der Bernd Leno, den wir so oft gesehen haben, den die Leverkusener vielleicht vermisst haben in den letzten Wochen ab und an mal. Aber so zeigt sich auch der Leverkusener Torwart wieder mit solchen Aktionen. Erst sicher pariert gegen Leno und dann den Abpraller, den man als Fehler werten könnte, sofort ausgebügelt, indem er entschlossen zum Ball geht. Klasse gemacht von Leverkusens jungem Torwart. Jetzt Çalhanoğlu. Hilbert. Genauso auffällig heute wie schon in Hannover. Steigerte sich im Niedersachsenstadion kontinuierlich. Heute von Anfang an dabei. Auch im ersten Durchgang schon. Immer wieder mit Angriffen über rechts. Über Roberto Hilbert. Und immer Tabak. Ganz sicher, wollte ich gerade sagen. Da spielt der Berbatov fast den Ball in die Füße. Auch Rolf ist danach mit großen Problemen. Das ist die Chance. Çalhanoğlu hat die Entscheidung auf dem Schlappen und wird jetzt ausgewechselt. Hakan Çalhanoğlu, der stand bereits feuerfest, weil Gonzalo Castro sich bereits unten warm machte. Und auch Monaco wird wechseln. Germain geht und der Mann, der am Wochenende gespielt hat, beim Spiel in der Liga gegen Kerr, kommt mit Carrasco wahrscheinlich positionsgetreu auf den Flügel in der Offensive. Ferreira, Carrasco, also für einen auffälligen Germain. Gleich mal am Ball. Ocampos nutzt den Abpraller. Moutinho. Toulalon. Und Elderson. Macht es mit dem Zuspiel. Fahne ist oben. Alles halb so wild. Carrasco, der noch gleich mal präsentiert. Yannick Ferreira. Carrasco. Belgier hat alle Jugendmannschaften durchlaufen und wartet momentan noch auf sein A-Länderspiel unter Marc Wilmots für Belgien. Zuletzt für die
U21, davor U19, U18, U17, U15. 2008 war das allererste Länderspiel mit gerade mal 15 Jahren. Monaco die erste Station, Genk in der Jugend und dann Monaco 2 Jahre in der Jugendabteilung. Moutinho. Kondogbia. Gut gesehen, Elderson, der wieder aufgerückt ist. Moutinho und nochmal Elderson. Sie kombinieren besser als noch im ersten Durchgang, aber am Ende meistens mit dem einen Pass, der nicht ankommt. Bellarabi. Grätsche von Abdi nur ins Leere. Und jetzt stolpert auch noch der Mitspieler. Jetzt hat Bellarabi den freien Weg. Karim Bellarabi und Kießling abgefälscht. Weil Bellarabi uneigennützig ist, den Ball abspielen will für Stefan Kießling. Riesige Chance. Schauen wir nochmal auf die Wiederholung. Und da hält dann Carvalho das Bein rein. Nächster Wechsel bei Leverkusen. Julian Brandt ist das mit der 18, mit der 19, der jetzt auf den Platz kommt für Hongmin Son. War vor einem Jahr, Anfang des Jahres, im Achtelfinale gegen Paris dabei. Und spielt jetzt einmal mehr für Leverkusen und darf gleich den Eckball ausführen. So spart sich die Mannschaft von Roger Schmidt gleich noch ein paar Sekunden ein. Und Brandt kommt gleich zu seinem ersten Ballkontakt. Für Leverkusen. Immer noch in Unterzahl. Julian Brandt. Sebastian Bönisch gesucht. So, wieder hat Berbatov Platz. Die Situation gab es im ersten Durchgang auch schon mal. Ferreira, Carrasco, Moutinho. Kießling. Julian Brandt, Rolfes Brandt wäre in Position. Zunächst nicht gespielt, aber jetzt für Kießling. Und wieder Berbatov, über den fast alle Angriffe inzwischen eingeleitet werden, weil er der Einzige ist, der immer vorne bleibt. Jetzt am Ball, Berbatov. Und das ist die Chance. Leno ist gerade eben dran. Wieder toll gemacht. Bernd Leno so gerade eben noch dazwischen. Gegen Fabinho. Das ist der Mann, der auch schon den Elfer rausgeholt hat. Wobei auch da nochmal zu sagen ist, die Entscheidung absolut vertretbar. Und gelb war das in der Konsequenz auch. Was mich interessieren würde, was wir nicht aufklären könnten, war die erste gelbe Karte für Bender. Die es dann bereits in der Anfangsphase gegeben haben muss. Denn die wurde uns angezeigt, aber nicht gezeigt, weswegen es dort gelb gab. Aber sei es drum, Leverkusen geht sehr gut um mit dieser Unterzahl. Es ist kaum zu merken, dass Monaco einen Spieler mehr hat. Jetzt vielleicht mal, weil Ocampos rechts Platz hat, aber der Angriff ist zurückgepfiffen. Großes Gespräch von Berbatov und Rolfes. Und das ist hart, wo Rolfes da gegen den Mann grätscht. Nächster Wechsel bei Monaco. Lassina Traoré kommt für Berbatov. Der jetzt also vom Platz geht. Gutes Spiel gemacht, viele Aktionen. Aber eben die Chance verpasst der Bulgare Dimitar Berbatov, der hier 5 Jahre gespielt hat in Leverkusen. 2001 bis 2006 154 Spiele und 69 Tore für die Werkself. Danach in Tottenham, Manchester, Fulham und jetzt seit Sommer bei Monaco. Freistoß Moutinho. Keine Aufgabe für Bernd Leno. So, die ersten Fans hier in der Bayer Arena wissen bereits,
oder glauben zu wissen, dass dieses Ergebnis reichen könnte, feststeht, es bräuchte jetzt schon ein großes Wunder. Im negativen Sinne, dass dieses Raus doch noch, dieses Weiterkommen doch noch nicht besiegelt ist und Leverkusen immer noch rausfliegen könnte. Ocampos. Nächster Ball ins Leere, weil Fabinho nicht gefunden wird. Der Verteidiger, der sich vorne immer wieder einreiht. Und auch Carrasco, der dabei war, nicht an den Ball kommt. Castro. Rolfes. Immer wieder mit diesen langen Ball besitzen, Simon Rolfes. Kann sich nicht durchsetzen. Toulalo. Elderson, es ist sehr konfus, was sie da vorne teilweise spielen. Elderson, der Linksverteidiger, jetzt mal als zentraler Mittelfeldspieler. Traoré ist das. Ocampos! Aber die Chancen sind da. Monaco spielt eben nicht mehr wie der Tabellenführer, wie der Tabellenzweite. Es ist nun mal nicht mehr ganz das Monaco, das sich für die Champions League qualifiziert hat. Sie sind momentan nur, jetzt in Anführungsstrichen, auf Platz 8. Und sie müssen auch solche Tore dann im entscheidenden Moment einfach mal machen. Das ist der Unterschied zwischen Leverkusen und Monaco. Das ist einfach dieses Tor, das dann irgendwann mal fallen muss. Glück für Leverkusen. Aber natürlich ist es auch anzuerkennen, dass Monaco unterm Strich den Leverkusener unterlegen ist. In vielen Belangen. Rolfes für Kießling. Guter Abschluss. Das sind die Unterschiede. Kießling trifft beinahe. Zu Pages ist dazwischen der Torwart, der sich nochmal auszeichnen kann. Weniger Aktion hatte. Daniel Subasic. Und nochmal Eckstoß, dasselbe Spiel. Julian Brandt lässt sich Zeit auf der rechten Seite in der Nachspielzeit dieses zweiten Durchganges Richtung K.O.-Phase 2015. Die Reingabe, Bellarabi. Und das ist die nächste Chance, das nächste Tor. Roberto Hilbert trifft für Leverkusen. Und damit belohnt er sich für diese Woche, für diese starken Spiele. Heute auch sehr oft dabei in Hannover. Ja, den Pfosten getroffen gegen 96. Und jetzt macht er das Champions League Tor. Zunächst Bellarabi mit dem kleinen Missverständnis. Rolfes war es, der dann den Ball trifft, weil Bellarabi sich duckt. Und dann tunnelt Hilbert auch noch den Kapitän der Monegassen, Moutinho. Subasic liegt, der Ball noch abgefälscht. Unhaltbar, wenig zu machen. Willkommen in der K.O.-Phase. Wir begrüßen Bayer Leverkusen als dritten deutschen Teilnehmer und damit sind die Dritten ebenfalls dabei. Was jetzt fehlt, ist Schalke, das gestern sich blamiert hat gegen Chelsea, einfach nicht in der Lage war mitzuhalten. Das wird sich am letzten Spieltag zeigen. Fest steht ist, dass Leverkusen dabei ist und dass wir die Werkself zum zweiten Mal in Folge in der K.O.-Phase erleben dürfen. Dann hoffentlich nicht so wie im letzten Jahr gegen Paris, als man wenig Chancen hatte. Vielleicht ja noch stärker als im Vorjahr. Vielleicht schaffen sie ja eine Runde weiter und vielleicht kommen sie ja dahin, wo sie einst einmal waren. So, Rolfes bleibt stehen, bricht diesen Angriff ab, weil er Probleme hat am Knöchel. Das gibt nochmal Monaco die Chance. Toulalo, sie wollen ihre Chancen haben. Carrasco, das war's. 2:0 schlägt Leverkusen Monaco nach einem spannenden, tollen, intensiven Champions League Abend. Wir haben vieles gesehen, aber ich habe lange nicht eine Mannschaft gesehen, die in Unterzahl so gut gespielt hat, die so gut mit dieser Situation klargekommen ist, sich überhaupt nicht hat einschüchtern lassen von dieser Elfmeterentscheidung. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, die Entscheidung war vollkommen richtig vertretbar und haben sich davon nicht unterkriegen lassen. Bender wird fehlen in einem Spiel, das ohne Relevanz sein wird. Vielleicht geht es nur noch um den Gruppensieg, vielleicht geht es nur noch um die Frage, gegen wen spielt man denn möglicherweise? Will man noch Madrid aus dem Weg gehen, das ja Gruppensieger ist durch den Tabellenstand momentan? Vielleicht gibt es die ein oder andere Idee, die man in Leverkusen noch hat, aber sicherlich werden auch andere Spieler nochmal spielen können und Bender wird sicherlich vertreten und wird
unterm Strich nicht so enttäuscht sein, dass er dieses Spiel vermisst, als wenn es am nächsten Spieltag noch ums Weiterkommen ginge. Leverkusen ist dabei, Monaco hat die Minimalchance, das kommt ganz auf das nächste Spiel an. Sie müssen hoffen, dass Leverkusen gegen Lissabon möglichst die Punkte holt und sie müssen selber gewinnen gegen Zenit. Heute Abend entscheidet sich auch im Parallelspiel, wie die Situation genau für Monaco aussieht. Leverkusen ist sicher weiter, ist sicher dabei und ist sogar Gruppensieger, wenn ich jetzt nochmal auf die Tabelle schaue. Ganz egal, was in St. Petersburg passiert ist. Sie sind Gruppensieger. Insofern also erübrigt sich auch der Gedanke, ob Erster oder Zweiter. Sie sind Erster, sie sind Gruppensieger. Glückwunsch Bayer. Wir sagen Tschüss aus der Bayer Arena. Morgen ist Europa League mit Gladbach und Wolfsburg. Und jetzt ein Tschüss aus Leverkusen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Leverkusen.